Heute soll es um das Thema ERT gehen. ERT ist, glaube ich, das Thema der letzten SEO-Jahre, sage ich mal. Ich beschäftige mich mit dem Thema schon seit 2015 sehr intensiv. Damals hat das keinen so richtig interessiert, aber die Einschläge werden halt auf jeden Fall, wie ich es heute auch nochmal erläutern werde, immer lauter, dass oder immer größer, dass Google das als mächtige Waffe nutzt, um die Qualität ihrer Suchergebnisse zu verbessern. Kurz zu uns als Agentur. Die Slides dauern immer ein bisschen, bis die aufgebaut sind, sagte der Kollege. Deswegen warte ich immer ein bisschen, bis ich zu einem Slide was sage. Also aufgesagt, habe ich hier nur eine Folie. Wir sind eine interdisziplinäre Agentur, die sich mit integrierter digitaler Kommunikation in erster Linie beschäftigt und diese verschiedenen Disziplinen, die man dort nutzen kann, halt miteinander verzahnt. Zu mir, der eine oder andere wird mich kennen. Ich lasse hier mal nette Branchenkollegen über mich urteilen, bevor ich was dazu sage. Oder ich habe beziehungsweise ich habe gar keine Folie zu mir vorbereitet. Das sind nette Kollegen, die sich mal zu meiner Arbeit geäußert haben. Dann geht es auch gleich mal weiter und wir steigen ins Thema ein. Es geht um ERT. Also ERT steht ja für Expertise, Autorität und Trust. Also im Endeffekt Expertise, Autorität und Vertrauen. Und dieses Thema ERT spielt insbesondere seit 2018 bei den Medic und Google Core Updates eine zentrale Rolle. Zu diesen Core Updates schreibt Google, die grundlegenden Updates enthalten keine Änderungen, die auf bestimmten Seiten oder Website abzielen. Wir möchten mit ihnen nur allgemein verbessern, wie unsere Systeme Inhalte bewerten. Habe ich die Quellenangabe mit zugegeben. Es geht hier weniger um eine Neubewertung bzw. Scoring einzelner Inhalte, sondern vielmehr um eine Gesamtverbesserung des Ranking-Algorithmus oder der Ranking-Algorithmen. Und es geht um Optimierung der Qualität, was Zeit braucht, bis es Wirkung erzeugt. Sprich, wenn ich etwas an meiner Website hinsichtlich ERT verändere oder generell, wir kommen ja später noch zu den Signalen, die möglich wären, die in ERT mit einspielen, dann wird man den Effekt nicht unmittelbar bemerken, sondern teilweise erst 3 bis 6 Monate später. Ich bin da genauer auf den, wann man davon etwas merken kann, in dem Artikel, wie lange dauert SEO wirklich eingegangen. Den habe ich hier einfach mit aufgeführt. Und Schwerpunkte der Google Core Updates sind halt, ist halt die Neubewertung der Qualität. Hier sprechen wir von insbesondere von ERT, als auch die Suchintention, wo es dabei darum geht vermutlich die Suchintention. Dazu hat Google bisher sich so nicht geäußert, aber was man so beobachtet und was ich beobachtet habe, beziehungsweise diverse Branchenkollegen auch, geht es auch maßgeblich um das Thema Suchintention. Und bei Suchintention geht es um Relevanz. Und Relevanz bezieht sich immer auf das Dokument an sich in Bezug auf eine Suchanfrage hinsichtlich ERT. Bei ERT geht es weniger um den Bezug zu einer bestimmten Suchanfrage und um ein bestimmtes Dokument, sondern um ein allgemeines Bild einer Domain oder eines Publishers oder eines Autors, der dann natürlich auch einzelne Dokumente publiziert. Wir sehen, ich habe hier von Sistrix mir mal die Übersicht der letzten Google Core Updates gezogen. Und mit dem ersten Update, oder mit dem ersten Medic-Update am 1.8.2018, hat man die ersten Einschläge so richtig gemerkt und die Vermutung, dass es immer mehr in Richtung ERT geht, wurden laut. Und ich glaube, im Jahr 2019 hat Google dann auch diesen, genau, im August 2019 hat sich dann Google auch selber zu den Core-Updates geäußert. Den Link habe ich da oben auch rein, wo ich die Textstelle da draus habe und hatte auch bestätigt, dass es bei den Core-Updates maßgeblich um das Thema ERT auch geht. Naja, und wir hatten halt eine ganze Menge Google Core-Updates in den letzten Jahren, wie man hier sieht. Und gerade in 2021 scheint man ja gar nicht mehr zum Luftholen zu kommen, weil irgendwie ein Core-Update das nächste jagt. Auf das Thema Suchintention werde ich hier heute nicht genau eingehen. Da habe ich einiges zu veröffentlicht. Alle Links, die ich hier zeige, bekommt ihr am Schluss auch noch im Chat von mir gepostet. Das sind teilweise Premium-Beiträge bei mir, aber auch teilweise offene Beiträge, die ich offen für jeden zur Verfügung gestellt habe. So. Danny Sullivan hat gestern was Interessantes bei Twitter gesagt und er sagte, es geht nicht um Marke, sondern es geht um ERT.
Ich habe das halt in verschiedenen sozialen Netzwerken heute mal kommentiert. Der gute Danny Sullivan hat sich anscheinend nicht richtig mit Markeneigenschaften auseinandergesetzt, weil wesentliche Eigenschaften einer Marke sind nun mal Expertise, Autorität und Vertrauen als auch Popularität. Und wenn wir von Marke sprechen, sprechen wir auch immer Qualität. Und wenn Google von Qualität spricht, ist meistens ERT gemeint, weil es geht um die Qualität immer da der gesamten Suchergebnisse, also insbesondere der ersten Suchergebnisseite. Und wenn wir mal beobachten, auf was ERT denn auf jeden Fall einen Einfluss hat, was offiziell ist, ist, dass ERT einen ganz klaren Einfluss auf Rankings hat. Gut, deswegen haben wir uns heute wahrscheinlich auch hier versammelt, aber ERT hat auch noch weiteren Einfluss. Und zwar ERT, man muss einen gewissen ERT-Schwellenwert, sage ich jetzt mal. ERT ist ja kein fester, weil Google sagt selbst, es ist kein fester Score, den Google da festlegt, sondern es ist eine Mischung aus verschiedenen Signalen, woraus sich dann irgendeine Art Schwellenwert ergibt, worauf dann auch, wenn man einen gewissen Schwellenwert erreicht, man auch sogenannte Rich-Snippet-Elemente, also zum Beispiel die Review-Sterne oder die FAQ-Snippets dann angezeigt bekommen. Nicht jeder bekommt diese Sterne und diese FAQ-Snippets, nicht nur, weil man, die werden ja per strukturierten Daten angelegt, aber es ist keine Garantie, dass die auch in den SERPs dann eingeblendet werden und hier spielt ERT voraussichtlich auch eine Rolle. Das gleiche gilt zum Beispiel Featured Snippets. Das ist zum Beispiel ganz klar ein Markenanfragen. Wenn ich nach Rossmann google oder nach Tamaris google, dann werden mir ganz klar Sitelinks angezeigt, weil die Autorität dieser Seite zu dieser Markenanfrage so groß ist oder dieser Domain, dass Google dort auch Sitelinks ausliefert. Es gibt aber auch diese kleineren Sitelinks, die man kennt, also nicht nur die großen, sondern diese kleineren, die dann eher als kleine blaue Links in den SERPs auch auftauchen. Das wird dann auch eingeblendet, wenn man eine gewisse Autorität zu einem Thema oder den damit zusammenhängenden Keywords hat. Auch dazu hat sich Google hingegen wieder geäußert. Auch die Ausspielung Google Discover, dort spielt ERT eine große Rolle. Dort muss man auch einen gewissen Schwellenwert erreichen, damit man überhaupt in Google Discover mit seinen Inhalten stattfinden kann. Und bei Google News scheint es auch einen Einfluss zu haben. Und Google hat in den letzten ein, zwei Jahren öfters davon erzählt, dass manche Inhalte gar nicht in den Index kommen, wenn die Qualität nicht stimmt. Und jetzt ist mal eine Mutmaßung, wenn Google von Qualität spricht, dass Google damit immer oder meistens ERT meint, könnte sogar das ganze ERT-Thema zukünftig immer einen größeren Einfluss auf die generelle Indexierung von Inhalten haben. Bevor ich jetzt mal in diese einzelnen Branchen einsteige, möchte ich hier mal ein Beispiel von einem Kunden von uns zeigen. Das ist der Kunde, das ist das Unternehmen Megaport. Die machen Gaming-PCs. Ich habe mich in der Erstberatung mit dem Kunden unterhalten und ich habe ihm gelobt für seine steigende Sichtbarkeit, die er ja offensichtlich vorzuweisen hat, wie man das hier schön an der Sichtbarkeitsveränderung sieht, beziehungsweise an dem Sichtbarkeitsverlauf. Und der Kunde hat mir tatsächlich zu meinem Verblüffen, ich habe ihn gefragt, was habt ihr denn gemacht, dass ihr zu diesem großen Sichtbarkeitsgewinn denn gekommen seid? Und er sagte mir tatsächlich, sie haben gar nichts gemacht im Jahr 2020 und auch davor nichts Großes. Sprich, diese Veränderung, die wir hier sehen bei megaport.de, ist einzig und alleine auf diese Google Core Updates zurückzuziehen. Und da der Kunde nichts gemacht hat, scheint es mir auch so, als ob hier ERT eine große Rolle gespielt hat, sprich, was ja ein domainweiter Faktor ist und wo mir eine Optimierung auf Dokumentenebene oder Inhaltsebene gar nicht groß weiterhilft. Und der Kunde, wie gesagt, dieser Megaport hat in den letzten Jahren nichts Maßgebliches an den einzelnen Content-Sachen geändert. Sie wurden halt einfach nur neu bewertet hinsichtlich ihrer Autorität und in ihrem Trust, was ganz alleine dadurch zu so einer Sichtbarkeitssteigerung geführt hat. Und wir sprechen hier von einer Vervierfachung. Wenn man sich über das Thema ERT unterhält, da kommt es ursprünglich auch her. ERT, der Begriff, tauchte das erste Mal in den Quality Rater Guidelines auf. Und ich will euch jetzt einfach nicht hier alles erstmal vorlesen. Ich will euch nur ein paar Textstellen jetzt mal präsentieren, wo über ERT gesprochen wird. Das könnt ihr euch dann in Ruhe nochmal durchlesen, wenn ihr das später bei YouTube die Aufzeichnung seht. Oder ihr lest euch am besten selber die Quality Rater Guidelines einmal durch, wenn ihr das bisher noch nicht gemacht habt, beziehungsweise blättert zu der Stelle in den Quality Rater Guidelines oder zu einem Abschnitt, wo es um ERT geht.
Mir ist es halt immer ganz wichtig, dass ich hier nicht irgendwas, viele Branchenkollegen erzählen immer ganz viel über das Thema ERT, aber es ist irgendwie, oft wirkt es nicht so richtig fundiert, sondern wie einfach mal unter der Dusche irgendwie eingefallen und dann als Meinung irgendwie rausgegeben. Ich versuche wirklich alles von dem, was ich zum Thema ERT lerne und auch präsentiere, zu fundieren, wie ich das eben in meinem Studium auch gelernt habe, dass man das eben nicht einfach aus der Luft zieht. Natürlich bilde ich auch meine verschiedenen Theorien und so daraus, aber am Schluss habe ich immer eine Quelle, worauf ich mich dann halt beziehen kann. Und hier sind es halt die Google Quality Rater Guidelines. Grundschluck. Eine wichtige Stelle ist diese hier, wo Google sagt, dass insbesondere für die sogenannten Ümel-Themen, also Your Money, Your Life-Themen, das Thema ERT eine besondere Rolle spielt. Und da kriegen wir jetzt mal die Kurve dazu, dass gerade für diese Branchen, auf die ich gleich noch genauer eingehen werde, sprich Healthcare, Banken oder Finanzen und Versicherungen, dieses Thema ERT halt eine exorbitant große Rolle spielt und einer der kritischsten Ranking-Einflüsse überhaupt ist. Wir sehen aber auch, dass zum Beispiel das Thema ERT, das unter Your Money, Your Life auch Shopping, also im Endeffekt das komplette Feld E-Commerce zählt, gleich Parallele zu dem Megaport-Beispiel eben hatte, was ich hatte, was hier ein Shop ist. Ich habe euch, gehe mal die Textstellen durch, ich habe euch, damit ihr das nicht alles machen könnt, das ist vielleicht auch noch, ich habe noch Zusammenfassungen der wichtigsten Punkte aus den Quality Rater Guidelines gleich nochmal zusammengefasst. Vielleicht nochmal eine ganz interessante Stelle ist hier, wo Google den Quality Ratern, den Suchevaluatoren halt im Endeffekt beschreibt, wie sie vorgehen sollen, um die Autorität und die Trust und Expertise eine Website zu checken. Sie geben denen halt vor, dass sie mit Suchoperatoren arbeiten sollen. Suchoperatoren sollten jedem bekannt sein, der sich mit SEO beschäftigt, sonst einfach mal nach Suchoperatoren googeln oder Google-Suchoperatoren, dann müsste gleich ein Beitrag von uns auf 1 oder 2 stehen und da mal gucken, was man mit diesen Suchoperatoren alles machen kann. Hier gibt Google halt in den Quality Rater Guidelines mal ein paar Beispiele. So. Genau, und hier ist die Zusammenfassung, die ich für euch mal gemacht habe, die wichtigsten Dinge bezüglich ERT in den Quality Rater Guidelines. ERT hat eine außerordentliche Bedeutung für Themen aus dem Your Money, Your Life Bereich. News, Ereignisse, E-Commerce, Recht, Finanzen, Gesundheit, Sicherheit, Informationen zu Minderheiten. Entschuldigung. Und anderen Gruppierungen, Fitness, Gesundheit, Ernährung, Informationen zu Haus und Wohnen, Jobs, Aus- und Weiterbildung. Eine ganze Latte. Also im Endeffekt ERT hat dieser Your Money, Your Life-Bereich ist riesig. Also ich würde mal sagen, das betrifft 50% fast aller Websites da draußen. Und ich zeige das nachher noch, dass ERT auch für den nicht-Ümel-Bereich oder Your Money, Your Life-Bereich auch eine Rolle spielt. Vielleicht nicht so ganz so groß wie für Your Money, Your Life, aber auf jeden Fall auch eine Rolle spielt. Expertise bezieht sich auf den Content-Publisher und oder den Autor sowie den Inhalt an sich. Autorität bezieht sich auf den Content-Publisher, Website und oder Autor sowie den Inhalt an sich. Das ist quasi wie Expertise. Vertrauen bezieht sich auf den Content-Publisher, Website und oder Autor wie den Inhalt an sich. Expertise bezieht sich auf die formelle Qualifikation des Autors oder seine Lebenserfahrung. Das ist ganz spannend, weil in den Quality Rater Guidelines spricht Google auch davon, dass nicht nur die Ausbildung eines Autors wichtig ist, also dass er nachweisen kann, er ist irgendwie Ingenieur, sondern dass auch es können auch Autoren guten Content produzieren, die einfach über das als Hobby betreiben und einfach eine gewisse Lebenserfahrung, eine Erfahrung, eine Praxiserfahrung in dem Bereich haben. Und sprich, man muss nicht immer Arzt sein, um über ein Medizinthema etwas zu schreiben. Wenn man irgendwie nachweisen kann, dass man auch eine Menge Praxiserfahrung hat und in seinem Gebiet dadurch auch eine Expertise hat, kann das auch einen hohen ERT, also eine hohe ERT-Bewertung bekommen. Allerdings im Medizinbereich, den würde ich da vielleicht ein bisschen ausnehmen, da komme ich auch gleich noch zu. Der Medizinbereich ist da ein bisschen besonders, weil Google gerade auch aufgrund von Corona jetzt in den letzten zwei Jahren extremst auf Nummer sicher gehen will, dass da keine falschen Meldungen irgendwie ranken oder keine falschen Inhalte und Informationen ranken.
Zur Bewertung einer Website hinsichtlich Trust müssen Informationen zum Publisher bzw. Betreiber der Website und den Autoren vorhanden sein. Da sprechen wir dann immer von diesen Autorenprofilen, Autorenboxen etc. Und die Über uns-Seiten eben auch. Ne? Quellenvergabe, Angaben bzw. Verweise zu Drittquellen, an denen man sich orientiert bzw. referenziert hat, sollten angegeben werden. Also das, was ich vorhin auch gesagt habe, wie ich arbeite, ich beziehe mich immer, referenziere immer auf oder versuche immer auf Dinge zu referenzieren, dass ich mir das nicht komplett ausgedacht habe oder mir das nur unter der Dusche eingefallen ist. Kontaktinformationen sollten schnell ersichtlich auf der Website vorhanden sein. Das ist ein Transparenzthema. Eine Über uns-Seite, Über mich-Seite sollte vorhanden sein, wo mit den Informationen, dass eben auch dem Leser, wenn er sich dafür interessiert, transparent ist, wer diese Website betreibt. Trust und Vertrauen und die Website eines Publishers entsteht maßgeblich durch Erwähnungen und Referenzierung oder Verlinkungen in Drittquellen, Reviews, Nachrichten, Empfehlungen, andere Experten, Magazin, Blogs, Forum, Diskussionen. Hier zählt nicht die Anzahl, sondern Sentiment. Dazu komme ich später auch noch. Auf Widersprüche bei Informationen im Netz zum Betreiber der Website sollte geachtet werden. Stichwort NAP. Also dieses Begriff NAP kennen wir aus der lokalen Suchmaschinenoptimierung. Es geht halt um eine Konsistenz, dass ich nicht irgendwie dass sich nicht in verschiedenen Quellen oder Branchenverzeichnis andauernd die Adressen irgendwie ändern und die Kontaktdaten sich ändern und die Telefonnummer eine andere ist oder die Adresse eine andere ist, sondern dass da gewisse eine Konsistenz da ist. Menge und Qualität des Inhalts der Landingpage. Das sind alles Punkte, die ich jetzt genannt habe, die in den Quality Rater Guidelines so genannt werden und den Suchevaluatoren empfohlen werden, wie sie EAT zu einer bestimmten Website ermitteln können. Was man sagen muss, ist, dass das sind halt Menschen. Google versucht natürlich algorithmisch dieses EAT-Thema immer mehr anzugehen. Aber man kann sich natürlich daran orientieren, was Google da Menschen in Form der Suchevaluatoren empfiehlt. Und das soll auch der Algorithmus in bestmöglicher Form irgendwie abbilden können. Und wenn wir bei den Ranking-Algorithmen schon sind, ist es halt wichtig, um auch diese Core-Updates zu verstehen und warum die so laufen, wie sie sind, dass man sich mal vor Augen hält, wie die Weiterentwicklung der Ranking-Algorithmen bei Google denn funktioniert. Also es kommt da eine Idee für eine Algo-Anpassung oder ein neues Feature aus dem Development, also aus den hunderten, tausenden Entwicklern weltweit von Google. Dann wird diese Idee, sag ich mal, implementiert in einer Testumgebung, in einer Laborumgebung. Und dann werden den Quality Ratern, also den Suchevaluatoren, werden dann Vergleichstests machen, die im Endeffekt kriegen eine Suchergebnisseite angezeigt nach dem Alt, mit dem Alt, die ausgespielt wurde nach dem Alten, nach der alten oder aktuellen Algorithmusversion und eine Suchergebnisseite, wenn diese Idee in den Ranking-Algorithmus oder die Algorithmen umgesetzt wurde. Und dann bewerten die Suchevaluatoren, ist das die Suchergebnisseite, also ist die Nutzererfahrung mit den Suchergebnissen jetzt besser oder schlechter. Wenn sie besser ist, werden diese neuen Ideen oder diese neue Algorithmusversion an ca. 0,1% der Google-Nutzer ausgespielt. Und dann wird das Nutzerverhalten mit dieser neuen Suchergebnisseite gemessen. Da gibt Google zum Beispiel an, Dauer bis zum Klick, geklickte Ergebnisse, Anzahl Suchanfrage, Quote abgebrochener Suchen, Dauer bis zum Klick. Um dann zu bewerten, sind diese Werte besser als vorher oder schlechter? Das sind übrigens alles, das was habe ich mir nicht ausgedacht, das findet ihr, wenn ihr Google House Search Works, da wird das alles so beschrieben, ich habe nur diese Grafik mal gebaut, weil Google da leider keine Grafik zu hatte. Wenn Verbesserungen dann am Algorithmus-Update, wenn diese Verbesserung durch das Nutzerverhalten offensichtlich ist, dann wird das Ganze tatsächlich in den Big Scale an alle Nutzer ausgespielt und dann passieren immer noch Live-Tests. Dann kann Google nämlich im Big Scale gucken, ob dieses Algorithmus-Update zu besserem Nutzerverhalten führt als vor dem Update. Da werden höchstwahrscheinlich dann auch mal nochmal die Evaluatoren irgendwie mit reingeholt und es gibt gegebenenfalls eine Korrektur und dadurch und gerade in der Gesundheitsbranche sehen wir seit 2018 ein extremes Auf und Ab. Ich habe hier mal zwei Gewinner-Domains von den Updates. Ich habe hier mal eine Langzeitbetrachtung gemacht von zwei der Gewinner-Domains in den letzten Jahren aus dem Gesundheitsbereich und das ist einmal apothekenumschau.de und einmal netdoktor.de und wir sehen hier ein ziemliches Auf und Ab.
Das hat zum einen damit zu tun, das hat was mit dem Prozess zu tun, den ich gerade von Google beschrieben habe zur Algorithmusentwicklung, Weiterentwicklung. Aber es hat auch was damit zu tun, dass gerade der Gesundheitsbereich sehr sensibel ist und von Google sehr genau geprüft wird. Und sie wollen einfach auf Nummer sicher gehen, dass dann kein Scheiß vorne ausgeliefert wird, weil das wäre fatal. Gerade weil eben durch Corona auch das Ganze so ins Spotlight gekommen ist. Und deswegen sehen wir hier eine sehr hohe Volatilität, was die Algorithmus, was die einzelnen Core-Updates insbesondere angeht. Und es geht hier ein Auf und Ab, aber diese Domains, wir sehen es hier, die Apothekenumschau hat richtig auf den Sack bekommen in 2019 bei dem einen der ersten Updates, beziehungsweise ich habe hier diese graue Linie eingezeichnet. Da war quasi das erste Medic-Update. Da hat die Apothekenumschau erstmal gewonnen, stiegen dann und hat dann erstmal gehörig beim Core-Update oder Medic-Update im 2019 eine auf den Sack bekommen, ist abgerauscht und hat dann aber wieder nach oben gefunden. Und bei NetDoctor ist, glaube ich, der größte Gewinner durch die Core-Updates. Die haben halt seit 2018 enorme Zuwächse dazu bekommen. Also wir sprechen hier wirklich von, die haben, hier geht es eh um hohe Sichtbarkeitsindizes irgendwie, und die haben nochmal ordentlich zulegen können. Betrachtet man mal Verlierer im Gesundheitsbereich, sehen wir hier zum Beispiel die Kollegen von heilpraxisnet.de, die haben ordentlich auf den Arsch bekommen. Da geht es auch stetig bergab, und dann am Schluss jetzt in den letzten Monaten konnten sie sich wieder so ein bisschen fangen und sehen wieder so ein bisschen Licht am Horizont oder Licht am Ende des Tunnels. Genauso praxisvita.de, also hier die beiden Domains, den haben die Core-Updates überhaupt nicht so gut bekommen. Wenn wir es mal auf einzelne Keywords runterbrechen, hier zum Beispiel das Keyword Kopfschmerzen. Ich habe hier eine Langzeitbetrachtung gemacht und einfach mal, da oben steht das falsche Datum, den 26.08.2019 mit dem 2.09.2021 verglichen und habe mal geguckt, wie sich die SERPs verändert haben. Und wir sehen hier, dass bis auf 4 URLs haben sich alle URLs komplett einmal ausgetauscht. Also der Impact, daran wird auch deutlich, dass der Impact der Core-Updates auf diese Branche Gesundheit sehr groß war, weil es eine komplette Neumischung fast der SERPs, der ersten 20 Suchergebnisse im Endeffekt gegeben hat. Wenn wir das Gleiche mal bei Bauchschmerzen machen, dort gibt es fast nur Verlierer, bis auf 3 URLs, die hier tatsächlich auch gewinnen konnten, und zwar Kindergesundheit, Info und Internisten im Netz und NetDoctor. Wie gesagt, NetDoctor sehen wir bei vielen Beispielen runtergebrochen auf Keyword-Ebene, dass sie gewinnen konnten. Wenn wir das Ganze mal für Versicherungen angucken, dann ist der Verlauf deutlich unvolatiler. Also man sieht hier vor allen Dingen, dass die Core-Updates im Versicherungsbereich in den ersten Jahren gar nicht so den großen Impact zu scheinen haben und erst so richtig im Jahr 2021 so richtig zu greifen beginnen. Ich habe jetzt natürlich nicht überprüft, ob die Allianz.de und die Hannoversche auch on-page-mäßig was gemacht hat, also zum Beispiel neuen Content aufgebaut hat etc. Ich gehe mal davon aus, dass diese Entwicklung auch stark mit den Core-Updates zusammenhängt, sprich auch mit dem ERT-Thema deswegen zusammenhängt. Und ja, das ist aber eine ganz andere Entwicklung. Hier geht es deutlich weniger volatil, also hoch und runter zu. Hier ist es sehr viel stringenter bei den beiden Gewinnern hier zumindest, die ich mir mal stichprobenartig rausgesucht habe. Ich habe auch bei verschiedenen Tool-Anbietern angefragt, ob sie mir mal einen Branchen-Langzeitbericht über die Gewinner und Verlierer schicken konnten. Manche haben gar nicht geantwortet, für manche war es kurzfristig nicht möglich. Vielleicht liefern die noch was nach, dann würde ich auf jeden Fall auch nochmal zu jeder Branche einen eigenen Blogbeitrag schreiben. Keyword Lebensversicherung, ähnlich starken Impact, da habe ich sogar den 30.07.18 bis heute quasi den 5.09.22 betrachtet. Dort haben sich quasi auch mehr als 10 URLs auf jeden Fall verschoben oder sind ganz aus den Top 20 rausgeflogen und wurden ersetzt. Ähnlich sieht es dann beim Thema private Krankenversicherung aus. Hier ist einer der großen Gewinner Allianz.de.
Deshalb bin ich auch auf die gekommen, dass sie die sind einfach mal von Position 16 für das sehr stark umkämpfte Keyword private Krankenversicherung einfach mal auf 1 gesprungen. Ne? Und das ist schon mal in der Zeit schon mal krass. Und man könnte sich das Ganze jetzt nochmal in der Wayback Machine angucken, ob sie seit 2019 irgendwas an dem Content verändert haben. Das würde ich dann machen, wenn ich wirklich die Blogbeiträge nochmal mache, dann würde ich dann nochmal ins Detail gehen. Gucken wir uns nochmal den Teilbereich Finanzen an. Hier haben wir das Keyword. Mist. Ich glaube, ich habe zwei Keywords genommen. Das müsste das Keyword Kredit sein, glaube ich, was ich hier ausgewählt habe. Ah, nee, es geht ja gar nicht um Keyword. Es geht ja erstmal um die Gemeinde, um die allgemeinen Gewinner überhaupt oder offensichtlichen Gewinner aus diesen Updates. Da haben wir einmal finanzen.net. Die stetig seit Mitte 2020 oder Anfang 2020 nach oben abgehen, während finanztipp.de eher ein bisschen langsamer wächst und das stetig aber seit 2019. Auch wie im Gegensatz zum Gesundheitsbereich und ähnlich wie im Versicherungsbereich ist hier eine deutlich unvolatilere Gott, ist das richtige Wort, aber ihr wisst, was ich meine, Entwicklung, wir sehen hier auch nicht so ein Auf und Ab, weil diese Themenfelder natürlich auch nicht so ganz so brenzlig sind, wie zum Beispiel die Ziehens- oder Gesundheit-Themen. Man sieht hier aber auch, dass Google hier ein bisschen später begonnen hat, in diesen Branchen diese Core-Updates auch darauf auszurichten, irgendwie als zum Beispiel im Medizinbereich, wo es ja im 2018 schon losgegangen ist. Auf jeden Fall auch, ne, gerade hier bei finanzen.net ist das wirklich ein schöner, stetiger Wachstum, der normalerweise entsteht, wenn man auch Content regelmäßig aufbaut. Ich glaube, finanzen.net hat von Grund aus, glaube ich, an ihren Seiten, die da gut ranken. Die ranken halt viel für Aktien, so Aktienkram und Aktienkurse und so. Ich glaube, die haben da nicht viel verändert. Das müsste man sich eben auch im Detail nochmal angucken auf Content-Seite. Natürlich kann man jetzt nicht, ich schätze aber und vermute, dass es auch stark mit diesem ERT- und Core-Updates-Thema zu tun hat. Große Verlierer sind die Telebörse.de. Die hat es dann richtig fast schon auf Flatline runtergedrückt und Girokonto Vergleich.net. Also anscheinend gab es 2019, eins der Core-Updates 2019 hat diese Finanzbranche halt gut durchgeschüttelt, weil wir sehen das hier sowohl auf Verliererseite als auch, wenn ich nochmal zurückgehe, auf der Gewinnerseite, dass 2019 da ziemlich viel Bewegung drin ist. Ja, in Sichtbarkeit der Domains. Wenn wir das jetzt auch mal auf Keyword-Ebene runterbrechen, ich habe das mal für das Keyword Girokonti angeguckt. Hier gibt es auch ziemlich viel Verschiebungen in den Serbs in der Langzeitbetrachtung. Gewinner ist hier Finanztipp. Hier sind die großen Verlierer. Wikipedia hat verloren, weil Wikipedia eben jetzt auch nicht zwangsläufig die große Autorität für Finanzthemen hat. Sprich, auch Wikipedia bleibt nicht unverschont von diesen quasi, ich nenne es jetzt mal Core-Updates, ERT-Updates. Genau, dann habe ich hier nochmal ein Beispiel für das Thema Aktien. Dort gibt es eigentlich nur 4 Domains, die oder nicht mal die News und Universal Searchbox lassen wir raus. Hier geht es halt viel um tagesaktuelle Sachen. Deshalb wird da eben ist die News Universal Searchbox auch oben geblieben. Hier ist zum Beispiel beim Thema Aktien interessant, obwohl finanzen.net ja zu den Gewinnern gehört. Bei Aktien haben sie, für das einfache Keyword Aktien, sind sie, glaube ich, komplett aus den Top 20 rausgeflogen, wenn ich das, nee, hier sind sie, sie haben eine URL getauscht und hier wurde quasi eine URL bevorzugt von finanzen.net, die ein bisschen aktueller auf aktuelle Zahlen quasi hinsichtlich Aktien, also hinsichtlich Aktualität ausgetauscht wurde, was auch damit zusammenhängt, dass die Suchintention halt Google da besser herausfinden kann. Also diese Verschiebungen haben nicht nur, wie ich schon eingangs gesagt habe, nur mit ERT zu tun, sondern eben auch, dass Google daran arbeitet, immer besser die Suchintention zu erkennen. Wenn man sich jetzt mal anguckt, wie Google denn heutzutage rankt oder Inhalte rankt, dann haben wir zum einen die ganzen Faktoren, die hinsichtlich Dokumenten relevant sind. Also da geht es in erster Linie um das Scoring von einzelnen Dokumenten.
nach den klassischen Information Retrieval Signalen, das sind dann Keyword, Termfrequenz, meinetwegen Keywords an sich, statistische Textanalysen wie zum Beispiel TF-IDF oder eine gewisse Entitätenfrequenz auch gegebenenfalls, die im Text vorkommt oder auf Dokumentenebene vorkommt. Und dann haben wir das Thema, das große Thema Qualität, was auf einer Domain-Ebene stattfindet. Also Bewertung von EAT-Signalen, unterschiedlich gewichtet nach Branche, Keywords etc. Und dann noch gibt es noch weitere Qualitätssignale auf Domain-Ebene. Das sind zum Beispiel Sachen wie Core Web Vitals, interne Verlinkungen. Und bei nicht Your Money, Your Life-Themen scheint mir das Ganze so, dass das Ganze so ein bisschen auf Augenhöhe alles stattfindet. Dann wird das Ganze eben noch durch eine Cleaning Engine gejagt, wo halt Duplikate rausgeschmissen werden oder zumindest dafür gesorgt werden, dass nicht zu viele Ergebnisse von einer Domain ranken, beziehungsweise dass eventuelle Penalties berücksichtigt werden und eventuell gegebenenfalls nochmal ein bisschen personalisiert wird, was Google ja nicht mehr so stark macht, sondern das wird ja in erster Linie nur nach dem Standort personalisiert, wenn es eine lokale Suchintention bei dem Keyword gibt. Dann haben wir nachher noch eine gewisse SERP-Relevanz, die Google an sich, da geht es nicht um die Bewertung einzelner Suchergebnisse, sondern geht es um eine Bewertung der gesamten SERPs und da können zum Beispiel dann Faktoren wie die CTR oder Return Back to SERP Rate etc. und gegebenenfalls weitere Nutzersignale dazukommen und das sind halt im Endeffekt schöne Trainingsdaten, um den Machine Learning Algo dann auch eben weiter zu füttern, um die Suchergebnisse, um Muster zu erkennen und die Suchergebnisse an sich zu verbessern, aber eben nicht, wie gesagt, für das Scoring von einzelnen Dokumenten, wie es ja in der Branche oft eben immer kommuniziert wird, dass irgendwie eine Klickrate oder andere Nutzersignale direkt für das Scoring von Dokumenten benutzt werden. Das sehe ich anders. Bei Your Money, Your Life-Themen sehe ich das ganze Thema EAT als wirklich ein Gatekeeper, um überhaupt erstmal in die Top 20 reinzukommen. Oder ich weiß jetzt nicht, ob es die Top 20 sind oder vielleicht sogar die Top 10. Aber mir scheint es so, dass Google dort wirklich bei den wirklich sensiblen Themen und Themenfeldern wirklich dafür sorgt, dass nur Domains reinkommen, die überhaupt in Betracht gezogen werden für das Scoring, die einen bestimmten EAT-Schwellenwert erreichen. Und dass dann die ganzen Information Retrieval Signale zur Bestimmung der Dokumentenrelevanz dann eher nachgelagert sind. Es gibt verschiedene Patente, die sich mit dem Thema EAT oder zumindest wo man ableiten kann, dass das, was mit dem Thema EAT zu tun haben könnte. Ich will da jetzt nicht im Detail drauf eingehen. Dazu habe ich auch in meinem Blog viel geschrieben, beziehungsweise ihr könnt euch die Patente doch gerne selber zu Gemüte führen, wenn ihr da wirklich Zeit und Muße für habt. Ist ein bisschen trocken, aber ich finde, das gehört zur Grundlagenarbeit einfach dazu, eines guten SEOs. Wir haben hier zum Beispiel ein Patent, wo es darum geht, wie Google über Vektorraumanalysen, also über Machine Learning im Endeffekt, ein Klassifizierungssystem schaffen kann, um halt Websites in eine gewisse Wissensdomäne, also Themendomäne im Endeffekt einzuordnen und dann diese Dokumente, die dann quasi von diesen Websites im Index sind, dann auch immer als Benchmark nutzen können, um neue Inhalte, die in den Index kommen, dagegen zu halten, ob sie es wert sind, eben nach vorne geschoben zu werden. Spannendes Patent. Dann gibt es noch ein anderes spannendes Google-Patent. Da geht es darum, auch Einordnung von Domains in thematische Bereiche und da in diesem Patent wird beschrieben, wie eine Klassifizierung von Websites, also Domains, in drei Level stattfinden kann, und zwar Experte, Lehrling, Laie. Das Ganze lässt sich sowohl auf Websites als auch auf Autoren anwenden. Nach meiner Meinung ist es im Your Money, Your Life-Bereich so, also gerade auch für dann eben auch für die betroffenen Branchen, Healthcare, Versicherungen und Banken, dass die Maßnahmen der klassischen On-Page-Suchmaschinenoptimierung nicht mehr ausreichen, um für Keywords aus dem Your Money, Your Life-Themenfeld in den Top 10 zu ranken. Das ist jetzt eine provokante Aussage, aber ich stehe dazu. Das ist meine Ansicht dazu. Ich muss kurz in das Thema semantische Suche einsteigen. Da gibt es auch ein anderes schönes Video in unserem YouTube-Kanal zu, beziehungsweise ich habe da auch eine Menge zu publiziert, um zu verstehen, wie das ganze Thema Entitäten und EAT überhaupt zusammenhängt. Und zwar, Google versucht immer mehr, das besagen auch verschiedene Patente, versucht immer mehr, die Inhalte
im Index, also Dokumente, Videos, Audioinhalte etc. rund um Entitäten, also Entitäten zuzuordnen und die, den Index immer mehr um Entitäten herum zu bauen. Also dass man nicht mehr nur, wie man früher einen Index aufgebaut hat, dass man vielleicht einzelne Inhalte Themen zugeordnet hat, sondern dass in erster Linie erstmal Inhalte einer Entität zugeordnet werden. Zum Beispiel einem Unternehmen oder einer Person. Und natürlich steht eine Person, kann dann natürlich in Verbindung zu einem Unternehmen stehen. Und so ist es dann, und so bildet sich dann quasi ein Graph ab, sowas wie ein Knowledge Graph oder wie etwa ein Knowledge Vault, der eventuell noch unter dem Knowledge Graph eigentlich der Knowledge Graph ist für mich nur die Spitze des Eisberges und darunter passiert nach meiner Meinung in diesem Entitätenbereich noch viel mehr. Und Google kann dann natürlich über Konkurrenzen, da komme ich auch noch später zu, zum Beispiel feststellen, in welcher Ontologie oder in welchem Themenfeld sich ein Autor oder ein Unternehmen bewegt. Und zu jedem Themenfeld gehören natürlich auch immer Keyword-Cluster bestimmte. Und so kann Google natürlich ein Inhalt von einem bestimmten Autor oder von einem bestimmten Unternehmen entsprechend in einem thematischen Kontext auch bewerten. Und das ist halt das Spannende an dieser Entwicklung semantische Suchmaschine und dann in Kombination mit diesem EAT-Thema, dann wird da nämlich ein Schuh draus. Und das wirklich Spannende für EAT, für uns SEOs, findet halt auf zwei Ebenen statt. Einmal auf einer Autorenebene und einmal auf einer Unternehmensebene. Beziehungsweise das Unternehmen, das digitale Abbild eines Autors oder eines Unternehmens ist natürlich die Domain beziehungsweise die Website. Und ich steige jetzt erstmal mehr ein bisschen rein in das Thema EAT und Autoren. Google hat hier im Juli 2020 gesagt, EAT und Autoreninfos, Google bringt neue Empfehlungen für Discover heraus. Es ist erstmal nur für Discover, aber es ist trotzdem auch für die allgemeine Suche spannend zu gucken, was Google da schreibt. Und zwar, dass Angaben für Autorinnen und Autoren angegeben werden sollten, weitere Verfasserangaben, Informationen zur Publikation des Herausgebers, das Unternehmen oder das Netzwerk, welches dahinter steht, also Thema Transparenz, Kontaktinformationen, um Vertrauen zu bilden und Transparenz zu schaffen. Genau, das ist, nehmen wir einfach mal so mit. Dann spannende Entwicklung, auch Autoren, sagt Google, auch Autorenseiten in sozialen Netzwerken können hilfreich sein. Das erinnert ganz stark, was Google um die 2012 mit dem Real Authorship Markup vorhatte, und zwar die Welt von Social Media Profilen mit dem Ranking oder mit der Suchmaschine zusammenzubringen. Also diese Aussage erinnert stark daran und jetzt, da gab es dann auch die kürzlich eine neue Verlautbarung und eine neue Änderung im Article Markup, also für Beiträge, dass dort zusätzliche Autoren Markups verwenden werden können. Und das erinnert doch schon stark an dieses Real Authorship Markup. Da ging es dann daraus, dass man über dieses Markup dann auf eine Autorenprofilseite verlinken kann. Und diese Autorenprofilseiten sind natürlich dann eine schöne Möglichkeit, Google nahezubringen, in welchem thematischen Kontext sich ein Autor denn so rumtreibt. Und darüber dann kann man natürlich seine Autorität und Expertise und sein Vertrauen halt auch ermitteln. Eine andere Möglichkeit ist dieses Same-as-Markup und wo man dann die verschiedenen Social-Media-Profile quasi von seiner Autorenseite oder an einem Content-Hub am Schluss auf die Social-Media-Profile verweisen kann. Und da das geht dann zum Beispiel über diese Same-as-Auszeichnung. Und damit hilft man Google natürlich, diese Verbindungen, diese Beziehungen herzubekommen und darüber den Autoren immer besser in einen thematischen Kontext einzuordnen und dann gemäß EAT auch zu bewerten. Genau. Genau, das war aus dem Jahr 2000. Hier ging es, glaube ich, darum, Google für die Anzeige von Social-Media-Profilen strukturierte Daten verwenden. Das war im Dezember 2018, haben sie das gesagt, um dann ein Follow-up im Juni 2019 zu bringen, Google kein Markup für soziale Profile im Knowledge Panel mehr nötig. Es ist
So, ich bin zwiegespalten mit strukturierten Daten. Ich glaube, dass strukturierten Daten nur kurzfristig von Google forciert werden, um halt neue menschlich verifizierte Trainingsdaten für die Machine Learning Algos zu sammeln, damit sie selbstständig irgendwann erkennen, welche sozialen Profile oder Social Network Profile zu welcher Entität gehören. Wenn sie da irgendwann die Muster erkannt haben, brauchen sie diese Markups nicht mehr. Von daher, ihr könnt das gerne alles mit Markups versehen. Ihr könnt aber, glaube ich, sicher sein, dass in ein paar Jahren kein Google diese Markups nicht mehr benötigt. Genau. Das ist so einfach um das mal nochmal klarzustellen, wie Entitäten und EAT funktioniert und wie Google darüber auch Beziehungen und auch Bewertungen feststellen kann. Ich als Autor habe ein LinkedIn-Profil und meinetwegen eine Website, also eine Domain, gib ein Interview irgendwo, wo ich Erwähnung finde mit meiner Entität, bin Speaker in irgendeiner Speakerliste, aber auf meinetwegen auf der SEO Campix, schreibe einen Gastbeitrag auf zielbar.de und verweise auf die verschiedenen digitalen Abbilder meiner Entität als Autor oder als Entität an sich. Ob Autor oder Publisher ist dann irgendwie auch gewisserweise austauschbar. Und dadurch kann Google natürlich diese Beziehung feststellen zu diesen digitalen Abbildern. Das große Vorteil ist für diejenigen, wo ich dann stattfinde, dass die ja von meiner gestiegenen Autorität oder von meiner Expertise oder Trust auch profitieren können, wenn ich Inhalte auf deren Plattform schaffe. Das ist so das Vice-Versa-Prinzip eben auch, ähnlich meinetwegen so PageRank oder so vergleichbar, wie der ungefähr auch abläuft, ne? Dann Google gab es eine im Mai 2021, Google kündigt neue Features zur Glaubwürdigkeit von Suchergebnissen an. Auch wieder das ganze Thema EAT liegt auf der Hand, ne? Dort wird das Thema Wikipedia auch nochmal mitgebracht. Also eine Wikipedia-Seite kann mit Sicherheit hinsichtlich EAT nicht schaden, aber da nicht jeder kommt in die Wikipedia, da können wir ja auch als Agentur Hilfestellung bieten, wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr einen Wikipedia-Eintrag überhaupt bekommen könnt oder nicht. Da haben wir unsere Spezialisten bei uns. Wie die Website sich selbst beschreibt, was andere Quellen über die Website sagen, verwandte Artikel, das sind alles Informationen, die Google zukünftig in den Suchergebnissen anzeigen will. Ein spannendes wissenschaftliches Paper, Research Paper von Google ist das Knowledge-Based Trust Estimating the Trustworthiness of Web Sources aus dem Jahr 2015. Das ist, finde ich, gerade für Medizinthemen sehr spannend und glaube auch, dass es da angewandt wird. Und zwar geht es darum, dass eine gängige Meinung bevorzugt wird, wenn es um Inhalte in den vorderen, auf den vorderen Suchergebnisplätzen geht. Und eine gängige Meinung heißt, normalerweise sagt der Google, sie wollen eine Diversität, möglichst hohe Diversität in den Suchergebnissen haben. Ich glaube, dass es im Medizinbereich schieben sie das etwas nach hinten und gehen da erst eher nach einer gängigen Meinung. Das heißt, dass Portale, die sich mit Alternativmedizin beschäftigen, hinsichtlich der Core-Updates, was man übrigens auch bei heilpraxis.net.de gesehen hat, dass die, wenn man mit alternativen Medizin kommt, die ja nicht der unbedingt der gängigen Schulmedizin-Meinung entsprechen, dann hat man dadurch leider einen Nachteil. Da kann man jetzt halten von, was man will, aber ich glaube, dass das hier auch eine Rolle spielt. Und dazu gibt es, wie gesagt, auch dieses Research Paper. Und dann ein wahnsinnig spannendes White Paper aus dem Jahr 2019, was Google auf der Münchner Sicherheitskonferenz vorgestellt hat. Ich habe da mal eine Zusammenfassung bei mir im Blog geschrieben. Am Ende bekommt ihr den Link auch noch dazu. Das ist auch kein Premium-Content, das ist für jeden zu lesen. Da ging es unter anderem auch um das Thema EAT ziemlich stark. Und da habe ich für euch mal das zusammengefasst, was da zum Thema EAT steht. Erstmal steht in den steht in diesem White Paper, dass die Quality Rater Guidelines das zentrale Dokument beziehungsweise das Element zur Entwicklung der algorithmischen EAT-Erkennung sind. Zudem wird gesagt, dass die Algorithmen versuchen, die EAT-Einschätzung von Nutzern und anderen Websites automatisiert nachzubilden. Das ist das, was ich eingangs gesagt habe, dass Google ja kein Mensch ist oder die Bots und die Algorithmen ja keine Menschen sind, sondern nur versuchen, das nachzubilden, was die Suchevaluatoren bewerten, beziehungsweise die Nutzer. Mal hier was trinken.
Die Algorithmen versuchen sich die Absicht und die sachliche Richtigkeit eines Inhalts zu bewerten, sondern die Expertise, Autorität und Glaubwürdigkeit der Quelle. Wie gesagt, hatte ich ja eingangs auch gesagt, es findet eher auf Domain-Ebene statt als auf einzelner Inhaltsebene. Im Falle von Krisen und besonderen Ereignissen wird EAT bei Your Money, Your Life Team über alle anderen Ranking-Faktoren gestellt. Hier sieht man wieder, wie wichtig dieses Thema EAT sein kann. Das sagt Google sogar in diesem White Paper. Bei Your Money, Your Life Team setzt Google auf Fact-Checker, auch ganz spannend. Und hier gibt es tatsächlich einen konkreten Hinweis, wie an anderen Stellen auch. Das ist eigentlich der einzige Hinweis von Google, wo Google wirklich sagt, was kann ein Signal sein, was in EAT mit reinspielt. Und das ist der PageRank bzw. Backlinks, die Autorität vererben oder über den Weg Autorität vererbt wird. Genau, da ist quasi das Zitat, was zum PageRank quasi passt. Und das ist für mich so die Überleitung zum Thema EAT und Backlinks. Dort sagt Google auch an anderer Stelle, dass Backlinks halt wichtig sind, immer noch. Da gibt es ja immer wieder die Diskussion. Ich meine, dass Backlinks gerade durch diese Core-Updates eingebettet in EAT halt wieder an Wichtigkeit gewonnen haben. Das mögen jetzt manche gerne hören oder die anderen nicht so gerne hören, aber ich glaube, dass das der Fall ist. Zumindest für bestimmte Keywords. Und da gibt es auch wieder interessante Aussagen von Google aus dem Dezember 2020. Google verwendet Ankertexte zum Verstehen einzelner Seiten und gesamter Websites. Also nicht früher hat man immer gedacht, dass Ankertexte nur förderlich sind für den direkten, die Zielseite, die verlinkt wird. Aber hier sagt Google auch, dass Ankertexte auch zum Verstehen und Einordnung einer gesamten Websites genutzt werden können. Und jetzt ein ganz wichtiges Thema, was Google so nun noch nicht öffentlich bestätigt hat, aber naheliegend ist, ist, dass die aufeinanderfolgende Suchanfragen als auch sogenannte Thema Markenkonkurrenzen halt auch ein wichtiges Signal für Google sind, weil es direktes Nutzerfeedback ist, um Seiten in thematische Autoritäten einzuordnen oder also Websites und Anbieter. Das könnte zum Beispiel sein, eine Suchanfrage, erst jemand sucht jemand nach Girokonto und danach sucht er nach Ingdieber. Da besteht halt ein direkter Zusammenhang. Okay, Girokonto, das Suchergebnis war anscheinend, die Anbieter waren anscheinend nicht befriedigend, dann gehe ich doch lieber direkt zu Ingdieber. Oder zum Beispiel die Kombination aus Girokonto und Ingdieber. Wenn viele Menschen nach einem bestimmten Thema in Kombination mit meiner Marke suchen, scheint das ja ein Indiz dafür zu sein, dass ich gar nicht so unbeliebt bin, was das Thema Girokonto in dem Fall angeht. Wenn man sich das mal im Keyword Planner anguckt, ich habe das mal für NetDoctor gemacht und habe einfach mal, im Keyword Planner einfach mal NetDoctor, das Keyword NetDoctor vorgibt, bekommt man natürlich eine Menge verschiedene, genau dieser Suchanfragen, die dann auftauchen von diesen Themen Markenkombinationen. Zum Beispiel NetDoctor Symptome. Interessanterweise rankt NetDoctor für Symptome auf Platz 3, für Diagnose auf 6, für Laborwerte auf 1, für Symptome auf 2, für Blutwerte auf 2, für Schwangerschaft auf 3, für Diabetes auf 3, für Parkinson auf 5. Und wir sehen, dass diese gerade mit diesen Begrifflichkeiten und mit dem Themen halt NetDoctor zusammen gesucht wird. Interessant, oder? Und dann habe ich es nochmal für das ganze Thema Versicherung auch nochmal gemacht mit der Allianz. Kfz-Versicherung rankt die Allianz auf 6. Für Autoversicherung auf 27. Das ist tatsächlich als einzige, was hier heraussticht, wo sie nicht in den Top 5 ranken oder auf der ersten Seite ranken. Habe ich gleich auch noch eine Begründung für, aber private Krankenversicherung auf 1, Rechtsschutzversicherung auf 1. Bei Autoversicherung ist mir aufgefallen, das scheint ein Suchretentionsthema zu sein, weil dort suchen die Menschen, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe, nach einem Rechner und die Allianzversicherung hat da keinen Rechner angeboten, sondern eben ein anderes Dokument, was nicht so richtig zur Suchintention passt. Deswegen ist dieser Ausreißer für mich die Begründung, dass hier die Suchintention nicht richtig getroffen wurde. Das Thema Konkurrenzen spielt ja halt nicht nur in Suchanfragen nach meiner Meinung eine Rolle, also diese Verbindung zwischen Themen und Marken, sondern
zum Beispiel auch allgemein im Netz, entweder in irgendwelchen Texten oder auch im, was für Videos ich in meinem YouTube-Kanal, zu welchen Themen sich mein YouTube-Kanal ist ein digitales Abbild meiner Entität, also meiner Marke. Und wenn ich hier sehe, dass NetDoctor sich zum Beispiel, hier, sie finden das Thema Bauchschmerzen schon wieder oder Kopfschmerzen, die wir gerade auch gesehen haben. Und die stehen natürlich, dadurch kann Google natürlich eine direkte Verbindung zwischen mir, Marke NetDoctor und den bestimmten Themen feststellen. Home2Go ist jetzt kein typisches Your Money, Your Life-Thema, aber Home2Go ist immer mein Musterbeispiel dafür, wie man solche Suchmuster, die ich gerade beschrieben habe, beeinflussen kann. Und zwar hat Home2Go TV-Werbung geschaltet, wo Leute animiert wurden, in den Google-Suchschlitz quasi Home2Go in Verbindung mit verschiedenen Begrifflichkeiten zu suchen. Und das passiert dann eben auch, dass die Leute wirklich danach suchen und durch die TV-Werbung animiert werden, diese Suchmuster auszulösen, die dann Home2Go natürlich nutzen könnten, wenn es um Rankings zu diesen Themen geht. Hier gibt es eine ganze Reihe Patente. Ich will die nicht weiter eingehen. Ihr könnt euch die in Ruhe angucken, wenn ihr wollt. Ich will euch einfach nur damit zeigen, dass es hier alles nicht so irgendwie aus der Luft gegriffen ist, sondern ich mich da wirklich tief damit beschäftigt habe. Hier gibt es noch ein ganz interessantes Patent, wo es um die Entfernung von meinen Inhalten im Linkgraph zu verschiedenen Seed Sites gibt. Seed Sites sind sogenannte Autoritätsseiten, die teilweise manuell bestimmt werden von Google oder von meinetwegen auch von einem Quality Rater und an welcher Stelle auch immer. Und je näher ich im Linkgraph an diesen Seed Sites dran bin, desto mehr Autorität und EAT kann ich bekommen. Genau, da gibt es auch hier einen noch ein Research Paper zu, was schon recht alt ist. Hier gibt es auch noch ein, genau, da sind ich viel spannender jetzt und darauf habt ihr wahrscheinlich alle gewartet. Ich habe jetzt versucht, nochmal zusammenzufassen, was für Off-Page-Signale in EAT reinspielen können. Und das ist quasi die Essenz jetzt aus dem, was ich über Google-Patente, Research Paper, eigene Erfahrungen, eigene Untersuchung, eigene Tests zusammengetragen haben. Ich glaube, sowas habe ich im Netz bisher noch nicht gesehen, dass es eine solche Übersicht gibt. Ich habe das mal versucht zusammenzufassen und die Off-Page- und On-Page-Signale, die in EAT mit reinspielen, halt hier zusammenzufassen. Und da habe ich im Endeffekt jetzt alles nochmal das zusammengefasst, was ich eigentlich im Endeffekt schon erwähnt habe gerade. Wir haben hier Entfernung zu Trust Seeds im Linkgraph, hatte ich gerade gesagt, Ankertexte der Backlinks, Anzahl Backlinks-Verweise zum Autor, Publisher, Erfahrung des Autors aufgrund der Zeit, das geht aus einem wahnsinnigen spannenden Patent, was ich auch aufgeführt habe in der Präsentation, wo ich jetzt im Detail noch nicht eingegangen bin, zurück, wo es um einen Kredibilitätsfaktor für Autoren gibt und wie der ermittelt werden kann. Da geht es zum Beispiel um Erfahrung des Autors aufgrund der Zeit, die sich mit einem Thema beschäftigt, Konkurrenzen des Autors und Publishers mit thematisch relevanten Begriffen in Videos, Podcasts, Dokumenten, Suchanfragen, Bekanntheitsgrad des Autors, Publishers, also sogenannte Mentions, Sentiment rund um Mentions und Bewertung des Autors, Publishers, also die Stimmung rund um den Autor, Publisher. Das kann Google inzwischen über Natural Language Processing auch schon ermitteln. Anzahl der zu einem Thema veröffentlichten Inhalte des Autors, Publishers, Zeit bis zur letzten Veröffentlichung des Autors, Publishers, Anteil der Inhalte, die ein Autor, Publisher zu einem thematischen Dokumentenkorpus beigetragen hat, auch wahnsinnig spannend. Nennungen des Autors, Publishers in Best-of- und Award-Listen. Das sind so Off-Page-Signale, die in EAT mit einspielen können. Und die On-Page-Signale sind deutlich überschaubarer. Also EAT ist in erster Linie ein Off-Page-Thema. Einhaltung der gängigen Meinung. Gerade, ich denke, dass das im Medizinbereich eine große Rolle spielt, bei den anderen, in anderen Themenfeldern eher nicht, weil da Google dann doch schon auf Diversität achten will. Anzahl zu einem Thema veröffentlichte Inhalte des Autors, Publishers hatten wir in der anderen Folie gerade auch schon bei den Off-Page-Faktoren, aber ich kann natürlich auch auf einer Website oft zu einem Thema schreiben als Autor und dadurch erhöhe ich dann eventuell auch meinen EAT-Wert, nenne ich es jetzt mal, obwohl das nicht richtig ausgedrückt ist. Zeit bis zur letzten Veröffentlichung des Autors, Publishers, gut, wenn ich häufig über ein Thema schreibe in kurzen Zeitabständen und nicht der letzte Beitrag schon Jahre her ist zu einem Thema, dann sagt das über meine Expertise und Autorität auf jeden Fall was aus. Anteil der Inhalte, die ein Autor, Publisher zu einem thematischen Dokumentenkorpus beigetragen, kann ich auch genauso durch
Inhalte machen, die ich in meinem eigenen Kosmos, also meine eigenen Domain produziere, dann so leichte Faktoren wie Nutzung HTTPS, kein Spam, nicht gehackt, das sind solche Trust-Geschichten und Informationen auf meiner Über uns-Seite oder auf Über mich-Seite meinetwegen. Und jetzt abschließend noch ein paar konkrete Tipps zusammengefasst, die man daraus ableiten kann. Verknüpfe, verlinke die Repräsentanzen, dein Repräsentant deine Entität, wie zum Beispiel Domains, Apps, YouTube-Kanäle, Wikipedia-Einträge, Wikidata-Einträge, Social-Media-Profile, Autorenprofile miteinander, gegebenenfalls mit der Nutzung dieses Same-As-Markups oder diesem neuen Author-Markup. Schaffe als Autor einen eigenen Content-Hub, aus dem du deine Publikation verlinkst. Mach es Google also einfach, deine Expertise zu ermitteln, auch algorithmisch. Nutze Ankertexte mit deinem Entitätsnamen, um auf deinen Content Hub zu verlinken. Nutze thematisch relevante Linktexte für die Verlinkung zu deiner Website. Positioniere dich als Autor und Publisher in thematischen Kontexten und schaffe dadurch Konkurrenzen mit deiner Marke in Texten, Videos, Audios und Suchanfragen. Beeinflusse diese Konkurrenzen zum Beispiel über Offline-Werbung, Online-Werbung, Online-PR, alles mit Themenbezug. Natürlich, nicht nur rein Image. Wikipedia PR, schreib Gastbeiträge, gib Interviews, mach Influencer-Marketing, dass sie dich immer wieder in bestimmten Kontexten auch in ihren Profilen nennen. Dann organisiere Kooperationen, mach Content-Marketing, Text, Audio, Video, weil durch das MAM-Update oder diese Einführung von MAM ist Google jetzt auch immer besser in der Lage, nicht nur Text gut auszulesen und zu interpretieren und darüber die Entitäten und deren Autorität, Expertise, Trust festzustellen, sondern auch Audios und Videos, also Audiospuren in erster Linie immer besser zu interpretieren hinsichtlich dem. Motiviere Branchenkollegen, Kunden und Nutzer zu guten Bewertungen. Das ist das Thema Sentiment, also die Stimmung, um die Stimmung positiv zu beeinflussen rund um meine Marke und meine Entität. Distribuiere dein Content über Content Promotion, Seeding und Outreach, um externe Verlinkungen und Erwähnungen zu forcieren. Arbeite bei der Content-Erstellung mit anderen Experten aus der Branche zusammen. Nenne sie im Text, Autorenboxen, verlinke zu Profilen dieser. Denke und handle nutzerzentriert und habe den Anspruch, hier die für deine Zielgruppen besten Produkte und Dienstleistungen anzubieten. Sorg dafür, dass es Google mitbekommt. Arbeite als SEO mit den Kollegen aus Marketing und Kommunikation zusammen und kläre sie über die möglichen Effekte aus ihrer Arbeit auf Ranking und Sichtbarkeit bei Google auf. Und zu guter Letzt, ein isolierter SEO wird zukünftig keinen großen Erfolg mehr im Ranking haben, da bin ich mir ziemlich sicher, sondern er muss immer mehr als Schnittstelle fungieren und eben den Ranking über den Ranking-Einfluss der anderen Abteilungen und Disziplinen aufklären. Und somit habt ihr es geschafft. Wir sind jetzt eine gute Stunde dabei. Es verweist dann nochmal auf meinen Beitrag zu semantischer SEO. Es sind inzwischen 16 Teile geworden. Es geht ein bisschen tiefer, ist ein bisschen was Nerdiges. Wenn ihr nach ERT-Checkliste googelt, könnt ihr bei uns auf der aufgesang.de eine ERT-Checkliste für die ERT-Optimierung suchen. Sonst noch der Content-Kompass, wer den noch nicht kennt von uns, Partner Gideon und mir. Und ja, Kontaktdaten hier. Und ihr könnt uns gerne auch, und da wird der gute Nils auch gleich mal die Links posten im Chat. Erstmal zu den ganzen Links, die ich euch gesagt habe, wo ihr nochmal tiefer ins Detail einsteigen könnt, teilweise Premium-Beiträge, teilweise offen. Und am Schluss bekommt ihr auch noch einen Calendly-Link beziehungsweise einen Terminvereinbarungs-Link, wenn euch das Thema echt angefixt hat und ihr glaubt, dass das Thema euch betrifft, dass wir dann nochmal eine Erstberatung mit euch machen können, beziehungsweise ich würde das dann machen. Ja, das ist es soweit von mir. Und jetzt können wir die Fragen noch durchgehen. Da sind hoffentlich, ich gucke jetzt das erste Mal in den Chat. Das scheinen ja ein paar Fragen zu sein. Vielleicht, Nils, willst du mal dazukommen? Jo, gehen wir mal auf die erste Frage ein. Mhm. Und zwar von Johannes. Wenn ich einerseits als Supervisor und systemischer Therapeut und Berater, Coach und andererseits als Copywriter, Marketingberater im Netz auftrete, beides ist für ihn wahr und auch in meinem Burnout-Fachbuch dokumentiert, schreibt er, hat dies Nachteile für EAT in einem der beiden oder in beiden Bereiche? Abschaffen kann ich eigentlich keine Identität. Es kann sein, dass Google
es hängt natürlich immer davon ab, wie viel Content ich für den jeweiligen Fachbereich, also wie viel Anknüpfungspunkte ich quasi schaffe zu den jeweiligen Fachbereichen. Es kann sein, dass es zu einer Art Verwässerung kommt und dass man es voneinander trennen sollte in zwei eigenen Domains zum Beispiel. Würde ich, weil die eigene Domain ist immer, so, sollte eigentlich immer der zentrale Anlaufpunkt, also das zentrale digitale Abbild meiner Entität sein. Und wenn ich in zwei so unterschiedlichen Themenfeldern zu Hause bin, halte ich für ein bisschen, kann schwierig sein, kann funktionieren, aber ich merke halt immer wieder, wenn er genug publiziert zu dem Thema und Google genug Anknüpfungspunkte findet, um ihn als Entität in beiden Themenfeldern quasi zu positionieren und auch gut zu bewerten, dann ist es möglich. Im Zweifel, wenn man merkt, es klappt nicht so richtig, dann würde ich vielleicht sogar drüber nachdenken, zwei digitale Abbilder für jedes Themenfeld dieser Entität quasi zu schaffen in Form von zwei Domains. Okay. Ich hoffe, wir konnten die Frage von Johannes beantworten. Vielleicht kann er das nochmal kurz im Chat schreiben. Das ist getrennt in Domains, schreibt er. Ja, dann ist das schon, dann gehst du damit auf Nummer sicher, ja. Okay. Kommen wir einmal zur nächsten Frage von Kira. Macht es Sinn, Autoren bei Your Money, Your Life-Artikeln nachträglich hinzuzufügen, die den Artikel damals geschrieben haben und wirklich das fachliche Know-how besitzen, aber diese selbst nicht online aktiv sind? Keine weiteren Fachartikel auf Portalen, keine gepflegten sozialen Netzwerke. Reicht eine Autorenseite auf der Webseite aus, um die fachliche Expertise anzuweisen? Meine Meinung, nein. Weil ich könnte mir theoretisch irgendeinen Autor ausdenken und dem mit ordentlich in der Autorenbox mit ordentlicher Expertise versorgen. Dann denke ich mir irgendwen aus, Arzt XY, den es gar nicht gibt, also eine Entität, die es gar nicht gibt, und versuche damit zu pimpen. Google muss natürlich schon irgendwo feststellen, ob diese Entität, die es für diesen Inhalt gesorgt hat, irgendwo anders nachweislich im Netz schon zu dem Thema irgendwie aufgetaucht ist, um da überhaupt eine Bewertung durchführen zu können. Okay, von den Fragen her war es das soweit. Wir würden jetzt nochmal einen Calendly-Link in den Chat posten. Exakt. Wie gesagt, wenn ihr nochmal mich vielleicht für eure persönlichen Fälle, die ihr da habt, ein bisschen tiefer da noch einsteigen wollt, dann könnt ihr da gerne eine Beratung mit mir, kostenlose Erstberatung mit mir vereinbaren über den Link. Okay, dann wären wir soweit durch. 25 Leute haben bis zum Ende durchgehalten. Das war ja auch wieder ein wilder Ritt. Ich hoffe, es war nicht zu viel. Das Thema kann man, glaube ich, da kann man einen halben Tag drüber referieren. Aber ja, ich denke, ich konnte ein bisschen klar machen, dass das Thema nicht so oberflächliche Betrachtung bedarf, wie es oft passiert, sondern dass man da schon tiefer einsteigen sollte und ein bisschen fundierter sich mit dem Thema beschäftigen sollte. Dann bedanke ich mich bei euch und wir sind dann raus. Es wird eine YouTube-Aufzeichnung geben, die könnt ihr bei uns im Aufgesang-Kanal dann angucken, nachträglich. Und genau, die Folien werden wir so nicht rausgeben.